Hey Leute, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Push-Notifications in eure Flutter-App einbauen könnt. Ich zeige euch das jetzt mal, wie das nachher aussehen wird. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, hat man hier eine Nachricht und wir sehen hier Test-Title, DSD, bla bla bla. Die Nachricht ist angekommen, wir können draufklicken, dann öffnet sich unsere App. Okay, und jetzt fangen wir mal an, das Ganze einzubauen. Dazu benötigen wir Firebase. Ich würde das mit Firebase machen. Und wir gehen einfach auf firebase.google.com. Ich verlinke es euch nochmal und legen hier erstmal ein Projekt an. Geben wir halt einen Projektnamen ein. In meinem Fall nenne ich das einfach mal Test und gehe auf Weiter. Dann sagen wir, möchten wir Google Analytics aktivieren in unserer App oder eben nicht. Ich aktiviere Google Analytics für dieses Video mal nicht und erstelle das Projekt. Das wird nun erstellt. So, das Projekt ist nun fertig. Ich klicke mal auf Weiter und dann kommen wir auch nämlich auch schon in unser Projekt rein. Und wir müssen unsere Flutter-App jetzt dort registrieren. Ich habe nämlich auch schon ein neues Flutter-Projekt angelegt. Das ist halt einfach das Standard-Projekt, was man bekommt, wenn man eine neue Flutter-App anlegt. Und um zu beginnen, brauchen wir die Firebase-CLI. Diese Firebase-CLI, die wird benötigt. Die müsst ihr zuerst installieren. Damit kann man in der Kommandozeile halt Commands ausführen mit Firebase. Ihr ladet euch das dementsprechend für euer Betriebssystem herunter. Für macOS oder Linux kann man beispielsweise das einfach mit diesem Command installieren. Unter Windows kann man hier zum Beispiel entweder eine Datei runterladen und die ausführen dann oder es mit npm installieren, wenn ihr es drauf habt. Und sobald wir es installiert haben, haben wir nämlich die Möglichkeit mit Firebase Login uns einzuloggen mit unserem Google Account. Dann öffnet sich ein Fenster, wir loggen uns vom Google Account ein, ich bin aber schon eingeloggt. Im nächsten Schritt leiten wir die Flutter File-CLI runter, die wird auch noch benötigt. Die können wir mit Dart Pub Global Activate Flutter File-CLI installieren und dann lädt es uns eben diese herunter, falls wir die noch nicht haben. Genau, jetzt können wir Flutter Fire ausführen und das geht aber noch nicht, weil wir noch nicht in einem Flutter Projekt drin sind. Jetzt gehen wir ins Flutter Projekt, öffnen hier das Terminal und möchten das ja verbinden mit diesem Projekt in Firebase. Also gebe ich ein Flutter Fire Configure und hier werden jetzt alle meine Projekte angezeigt, die ich in Firebase habe. Ich nehme jetzt hier das erstellte von vorhin Test. Und dann suche ich aus, für was es überhaupt konfiguriert werden soll. Ich möchte jetzt nur Android und iOS haben. Mit den Pfeiltasten kann man hoch und runter navigieren und mit der Space-Taste kann man das an- oder abhaken. Okay, und dann Enter, wenn wir fertig sind. Dann wird das registriert und es legt uns jetzt eine neue Datei an. So, jetzt einmal Enter drücken nochmal und schon ist es fertig. Es hat uns jetzt diese Firebase-Options.dat-Datei angelegt. Die sehen wir auch, wenn wir hier noch in den Lib-Ordner gehen, Firebase-Options. Und hier wurden eben die App-ID und alles hinterlegt. Im Moment fehlt ihm aber noch das Firebase Core Plugin. Das installieren wir auch noch. Ich gehe einfach auf pub.dev und suche nach Firebase Core. Dann finde ich es auch schon. Und klicke auf dieses Symbol. Dann kopiere ich es mir. Und dann gehe ich in die pub.spec.yaml und füge es dort unter Cupertino Icons ein. Mache pub.get. Und dann hat er das auch schon. Dann geht der Fehler weg. Und nun müssen wir natürlich das Ganze noch registrieren, dass es beim App-Start Firebase ausführt. Dazu gehe ich einfach hin, mache die Funktion async als asynchron und tue dann await sagen und dann Firebase initialize app und dort geben wir einen Parameter rein, der heißt options. Dieser Parameter heißt default Firebase options current platform. Dieses default Firebase options, das ist in unserer erstellten Datei drin und dort tut er bei Current Plattform einfach jeweils entweder die Android oder iOS App zurückgeben. Das ist das, was wir brauchen. Das wird eben vor dem App-Start initialisiert und dann müssen wir noch zu guter Letzt uns fehlt auch noch das Firebase Messaging Plugin. Das ist das Plugin, wo wir nachher wirklich diese Push-Notifications verschicken werden. Ich klicke wieder auf das Copy-Zeichen und installiere die Dependency auch, wie vorhin auch. Füge es hier hinzu, mach pub.get. Das ganze Zeug wird runtergeladen und dann starten wir das Ganze mal, würde ich sagen. Ich öffne hier einen iOS Simulator. So, die App ist jetzt fertig gebaut. Wir sehen jetzt hier, es kam zu einem Fehler. Wir müssen noch dieses Widgets Flutter Binding Initialized davor einfügen, um sicherzustellen, dass es eben initialisiert ist, bevor wir das mit Firebase machen und dann wird die App ausgeführt. Wenn ich es neu starte, dann sollte der Fehler auch nun weg sein. Jetzt startet die App auch, wie sie soll. Jetzt integrieren wir die Firebase Messaging Bibliothek. Dazu müssen wir Folgendes machen. Wenn wir hier unter iOS sind, was ich ja gerade hier auf dem iPhone habe, und wir wollen es unter Android auch zum Laufen bekommen,
Dann müssen wir es für beides einrichten. Das heißt, wir brauchen unter iOS, brauchen wir halt Xcode auf unserem Mac. Wir brauchen einen Mac, das ist ganz wichtig. Und die Benachrichtigungen, die kann man nicht hier auf dem Simulator testen, sondern die müssen wirklich auf einem echten iPhone getestet werden. Das heißt, ihr braucht halt ein Mac und halt ein echtes iPhone. Genau. Und jetzt öffne ich hier in Xcode mein Projekt. So, hier ist mein Projekt. Hier gehe ich nun in den iOS-Ordner in diesem Projekt. Und hier selecte ich diese Datei, Open. Und nun öffnet sich unser Xcode-Projekt zu diesem Flutter-Projekt. Und hier müssen wir nun Folgendes einstellen. Wir klicken diesen Runner an. Und dann gehen wir hier auf Signing. Und machen Folgendes. Wir klicken hier auf das Add. Und hier fügen wir nun Push-Notifications hinzu. Klicken einmal drauf. Dann fügen wir Background-Fetch hinzu. Background-Modes. Einmal draufklicken. Und dann sagen wir hier, müssen wir Background-Fetch antickern. Und wir aktivieren dann noch die Remote-Notifications. Und dann war es auch schon fast für iOS. Wir müssen jetzt noch nämlich auf die Apple-Seite gehen. Wir gehen nun auf developer.apple.com, loggen uns mit unserem Developer-Account ein. Developer-Account heißt, wir haben uns halt für einen kostenpflichtigen Account bei Apple hier registriert als Entwickler. Und dann klicken wir hier auf Certificates und dort wählen wir Keys aus. Ich habe ja auch schon einen registriert, beziehungsweise mehrere. Ihr klickt einfach auf das Plus-Icon, sagt dann, gebt halt irgendeinen Schlüsselname ein, wie ihr wollt, das ist eigentlich Schnuppe. Und dann sagt ihr, dass ihr Apple Push Notification Service, das muss man antickern, das kann ich nicht nochmal machen, weil ich schon die maximale Anzahl an Keys habe, die man haben darf. Und dann kriegt ihr eine Datei. Das ist ein privater Schlüssel, den dürft ihr nicht weitergeben und den könnt ihr auch nur einmal downloaden. Wenn ich jetzt hier reinklicke, kann ich das nicht nochmal downloaden. Das geht nur einmal. Deswegen müsst ihr den euch gut aufbewahren. Ich benutze jetzt den hier, den ich schon habe. Und das zeige ich euch, wie das geht. Hier ist nun eben diese Datei. Die bekommt man nur einmal. Habe ich gerade runtergeladen. Und jetzt müssen wir bei Firebase hochladen. Ich aktualisiere mal hier die Seite. Dann werden wir auch sehen, hier sind nun unsere zwei Apps registriert. Einmal Android und iOS. Und hier klicke ich jetzt auf das Einstellungsrad. Projekteinstellung. Sagt dann Cloud Messaging. Und hier muss ich nun bei iOS hingehen und hier diesen Schlüssel hochladen. Dann ziehe ich hier aus meinem Downloads-Ordner diesen Key hier rein und dann gehe ich die Schlüssel-ID ein, die steht hier, Key-ID. Dann gehe ich die Team-ID ein, die steht hier oben, neben meinem Namen. Und dann klicke ich hochladen und dann sind wir auch mit der iOS-Integration fertig. Genau, und jetzt switche ich mal auf Android kurz, um euch die Android-Integration zu zeigen. So, ich habe jetzt hier auf den Android-Simulator geswitcht, um euch das auch zu zeigen, wie man es unter Android einrichtet. Das ist wichtig zu wissen, dass es Android 13 ist, weil unter Android 13 benötigt ihr die Berechtigung, dem Benutzer Push-Notifications zu senden, genauso wie das auch unter iOS der Fall ist. Genau, ich starte jetzt hier mal die App auf diesem Emulator und wir sehen hier schon, es fehlt. Genau aus einem Grund, wir benötigen mindestens Android SDK Version 19, das Android 4.4 wird benötigt, um halt Push-Notifications zu versenden mit dem Firebase-Dienst. Um das zu ändern, gehe ich in den Android-Ordner, in den App-Ordner, in den Build.Gradle-Ordner. Und hier haben wir nämlich mehrere Optionen. Einmal hier zu sagen, welche Version wird mindestens benötigt. Und hier ist es wichtig, eben Version 19 reinzuschreiben. Das steht für Android 4.4, das wird mindestens benötigt. Und die Compile-Version hat auch noch Mac hat. Sollten wir auf 33 stellen, das ist Android 13. Die kann man immer auf die neueste Version stellen, ohne da was kaputt zu machen. Genau. Jetzt führen wir es nochmal aus und es sollte nun funktionieren. So, die App läuft jetzt hier. Und nun gehen wir an die Integration, die eigentliche, über Flutter. Das geht nämlich wie folgt. Zuerst suche ich mir ein Plätzchen, wo ich das Ganze reinbauen möchte. Ich tue jetzt einfach in diese Homepage ein Init State reinmachen. Das wird ja ausgeführt, sobald die App gestartet wird. Und hier macht man nämlich Folgendes zuerst. Ich mache die Methode zuerst async, damit ich await benutzen kann und die Methoden synchron benutzen kann. Ich mache jetzt await Firebase Messaging. Und dann brauchen wir zuerst die Instance und dort müssen wir getToken machen, um den Token zu bekommen. Was ist dieser Token? Ich lasse den jetzt zuerst mal ausgeben, String Token, speichere ihn in eine Variable und gebe den mal aus, print Token. Beziehungsweise irgendwas ist hier falsch. Genau, er könnte auch null sein. Okay, jetzt führen wir es mal aus. Beziehungsweise man darf hier
diese init-state-Methode darf nicht asynchron sein, deswegen lagere ich das in eine andere Methode aus, die ist asynchron ist. So, ich mache jetzt hier eine Methode, eine asynchrone, die eben genau das macht. Und die wird dort aufgerufen in init-state, wenn die App aufgerufen wird. Und dann geht das auch, weil die init-state darf nicht asynchron sein. Und jetzt sehen wir auch schon, wir bekommen hier unseren Token. Eben, und hier ist dieser Token jetzt. Und diesen Token kann man sich vorstellen wie eine E-Mail-Adresse. Mit diesem Token ist es möglich, an diesen einzelnen Nutzer eine Push-Nachricht zu schicken. Wir können auch an alle Nutzer eine Nachricht schicken, aber das wollen wir nicht. In den meisten Fällen wollen wir einen einzelnen Nutzer eine schicken und das machen wir mit diesem Token. Und diese Tokens müssen dann eben im Backend registriert werden und dort verwendet werden. Das mache ich in diesem Video nicht, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Das könnte ich in einem neuen Video machen, wenn ihr das wollt. Ich zeige jetzt mal, dass es funktioniert. Ich kopiere mir diesen Token hier, den brauche ich ja, um dieses Device anzusprechen. Gehe mal hier aus der App raus, damit man es besser sieht, ob eine Benachrichtigung kommt. Hier, ich lösche das mal. So. Und nun gehe ich wieder auf Firebase zurück. Hier ist jetzt Einbeziehen für mich interessant, dann Messaging. Und hier zeige ich jetzt erste Kampagne erstellen. Ich möchte eine Firebase Notification machen, erstellen. Und hier können wir jetzt mal zum Testen einen Titel eingeben für eine Nachricht. Test, Titel. Und hier steht dann der Text der Benachrichtigung. Man sieht hier auch, wie das aussehen wird nachher. Und hier können wir auf Testnachricht senden klicken. Hier muss jetzt dieser Token rein, den ich vorhin kopiert habe, rein kopieren, Enter drücken. Dann haken wir den an und Test. Und nun sollte gleich eine Nachricht kommen. Und da jetzt hier nichts auf dem Handy ankommt, habe ich vergessen, diese Benachrichtigung der App zu geben, dass sie eben Nachrichten senden darf. Diese kann man anfordern, indem man Wait zeigt und dann Firebase Messaging Instance und dann Request Permissions. Und dann werden diese Permissions angefragt und dann hole ich mir einen Token und gebe den mal aus. Und jetzt starte ich die App mal neu. So, und jetzt eben, nachdem ich die App neu gestartet habe, kommt auch dieser Dialog. Möchte ich es akzeptieren? Ja, möchte ich. Hello. Gut, und jetzt probieren wir es nochmal mit einer Notification. Ich gehe nochmal aus der App raus, dass wir sehen, ob was gekommen ist. Und dann testen wir rechts hinten, haken wir das an, Test. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, hört man hier eine Nachricht und wir sehen hier Test-Title, DSD, bla bla bla. Die Nachricht ist angekommen, wir können draufklicken, dann öffnet sich unsere App. Man kann nämlich, wenn man auf diese Nachricht klickt, irgendwas in der App öffnen, irgendwas machen. Ich zeige euch, wie man das integriert mit Firebase Messaging. Und dann gibt es einmal OnMessage und OnMessage Opened App. Ich sage mal OnMessage. Und dann kann man darauf listen. Man kriegt hier ein Event. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Nachricht geöffnet wurde, wird das hier ausgeführt. Dieser Code, der hier zwischen den Klammern steht. Und da wird eben Push-Nachricht angeklickt, ausgeführt. Also wenn ich jetzt hier draufklicken würde, wenn da eine Nachricht wäre, dann wird das hier ausgeführt. Wäre jetzt aber die App schon offen, also wäre ich jetzt hier in der App und dann kommt eine Nachricht. Und dann wird das andere Event ausgeführt, nämlich das OnMessage Opened App wird ausgeführt. Und da gibt es noch ein drittes, was dann auch funktioniert, so, wenn wir die App komplett hier rauslöschen, also komplett schließen. Und das ist heißt Background Message. Das integriert man aber ein bisschen anders. Ich zeige euch das mal. Dazu gehe ich hier in diese Main-Methode und hier bauen wir das ein. Eben, und dazu machen wir folgendes: Firebase Messaging on Background Message. Und das hier darf aber keine anonyme Funktion sein, so heißen die halt hier drin geschrieben werden, sondern wir müssen dem eine extra Funktion machen. Ich mache hier mal eine Funktion, Future Void ist der Return Type und dann können wir die so nennen, wie wir wollen. Ich nenne die mal on background message und dann die ist asynchron und da wird ein Parameter übergeben. Der Parameter ist vom Typ Remote Message. Da müssen wir folgende Annotation noch hinzufügen, nämlich Pragma. Und hier muss dann VM Doppelpunkt Entry Point stehen. Und jetzt können wir eben hier wieder irgendwas machen, wenn halt die App geschlossen ist, also nicht aktiv, dann wird das ausgeführt. Dann ist die App geschlossen, genau. Und das müssen wir eben noch hier registrieren, diese Funktion. Dann soll die OnBackgroundMessage ausgeführt werden. Perfekt, das war's schon. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Ich bilde die App neu. So, eben ich starte App nur mal neu und jetzt probieren wir das Ganze aus. Testnachricht senden, wenn die App offen ist und Push-Nachricht angeklickt kommt. Ich habe das, glaube ich, verwechselt, weil
OnMessageOpenedApp macht auch mehr Sinn. Also OnMessageOpenedApp ist, wenn ich die anklicke und die App nicht offen ist, und OnMessage ist, wenn die App gerade offen ist. Das habe ich außersehen verwechselt. Wenn ich es nochmals sende, dann müsste es auch stimmen. Eben Push-Nachricht angekommen, wenn die App offen ist. Wenn ich es jetzt schließe, aber nicht, also nicht ganz schließe, sondern nur rausgehe aus der App und nochmal die Nachricht sende. Ich habe das an, Test. Dann kommt erstmal App ist geschlossen. Da wird das hier ausgeführt, dieses On-Background-Message. Das wird ausgeführt, weil ich die Nachricht erhalten habe, aber die App aktuell ganz geschlossen ist oder nur im Hintergrund läuft. Und sobald ich eben nochmal auf die Nachricht klicke, wird das hier ausgeführt. Das zeige ich euch nochmal. Klickt drauf. Dann wird das ausgeführt. Genau. Das war es auch schon von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage, ciao Leute.